So, wir schließen jetzt an mit einem Kapitel, wo es darum gehen wird, die im vorherigen Video aufgestellte Kostfunktion zu minimieren. Ich gehe nochmal ganz kurz den Gedankenstrang durch, den wir im Kapitel davor aufgebaut haben. Es war so, bei Machine Learning Verfahren ist es immer so, dass wir bestrebt sind, eine sogenannte Hypothese bzw. einen Rechner eine Hypothese zu produzieren lassen. Die Hypothese hängt von Parametern ab. Ihr habt gesehen, im Falle der linearen Regression ist das eine Gerade bzw. Hyperebene mit dementsprechend Achsenabschnitt, wenn ihr so wollt, und dann eben Steigung der Geraden bzw. Steigungsparameter der Hyperebene. So, das ist die Hypothese. Die Kostfunktion ist eben jetzt ein Maß dafür, wie gut ist diese Hypothese, die haben wir H genannt, auch natürlich dann später während des Lernens im Vergleich zu den wahren Werten, zu den, wir haben das Targets genannt, Y, I. Gut, und jetzt wird es darum gehen, eben, wir wollen die Kostfunktion, diese Fehler, diese Abweichung so gering wie möglich halten. Anders formuliert, wir wollen die Parameter der Hypothese so einstellen, dass eben genau diese Minimalität gewährleistet ist. Also, ich switch mal kurz zur Theorie. Ich habe das nochmal so anfangs hingeschrieben. Ich gehe kurz nach rechts mit dem Präsenter. Also hier steht nochmal die Hypothese. Hypothese eben im Falle der linearen Regression, eine verallgemeinerte Gerade. Wenn ihr nur die ersten beiden Terme hier anschauen würdet, W0 plus W1x ist eine Gerade. Und wenn ich bis hinten eben gehe, die Verallgemeinerung auf n-Dimensionen, sogenannte Hyperebene im n-dimensionalen Raum. Ja, links steht nochmal die Kostfunktion, abhängig eben hier vom Parameter w, vom Vektor w, Entschuldigung, von den Parametern w, w0 bis wn, die im Vektor w zusammengefasst sind. Und es ist das, was innerhalb der Klammer mit diesem Quadrat außen steht, das ist die Differenz eben zwischen links Hypothese, rechts wahrer Wert, das Ganze quadriert und dann über alle Trainingsbeispiele aufsummiert. So, und jetzt ist die Idee, dieses Objekt zu minimieren, besteht, also es gibt mehrere Möglichkeiten jetzt hier bei der linearen Regression, vielleicht fange ich einfach an. Das Einfachste ist natürlich, wenn ich ein Minimum einer Funktion bestimmen möchte, was tue ich? Ja, an der Schule zurückdenken, die Ableitung der Funktion bestimmen, diese Ableitung 0 setzen und dementsprechend dann hier nach den Parametern w auflösen. Die gute Nachricht, bei der linearen Regression klappt das. Das geht sogar sehr einfach. Nennt sich Normalentgleichung. Ja, das werde ich am Schluss zeigen. Das Problem, das geht eben nur hier bei allen anderen Lernverfahren, insbesondere bei neuronalen Netzen. Aufgrund der Komplexität ist das nicht mehr möglich. Ja, und man geht sozusagen beim maschinellen Lernen wird durchgängig ein Verfahren angewandt, das sich Gradientenabstiegsverfahren auf Deutsch, Gradient Descent auf Englisch nennt. Ich switche hier mal ganz kurz zu einem Bild, um euch das Prinzip von der Grundidee zu vermitteln. So, man hat ja diese Kostfunktion, ja, und man geht jetzt beim Machine Learning immer sozusagen, man begibt folgenden Pfad, man setzt diese Parameter w am Anfang einfach random auf irgendwelche, zum Beispiel Gauss verteilte Zufallszahlen. Ja, nehmen wir an, ich habe am Anfang, kurz hier mit der Maus hinswitchen, am Anfang wähle ich den W0 als diesen Wert hier, dann nehmen wir an, hier ist die 0 auf minus 1, den W1 setze ich hier hinten auf 2 und dann kriege ich hier oben diesen Wert der Kostfunktion, der relativ hoch ist. Ja? Klammer auf, ja, das hätte ich vielleicht kurz davor sagen sollen, also ich habe hier die Kostfunktion gezeigt als Funktion zweier Parameter, W0, W1 ist am schönsten und am einfachsten zu plotten, ja, es gibt also nur Achsenabschnitt und Steigung, das soll die Kostfunktion sein, hier diese blau-gelblich gefärbte Kurvenlandschaft. Genau, und jetzt angenommen, mit diesen zufällig gewürfelten Parametern lande ich hier hinten. Jetzt wisst ihr, der Gradient, ja, das ist ja ein Vektor, der in der W0, W1-Ebene entlang des steilsten Anstiegs zeigt. Der würde also hier hinten hin zeigen, ne, hier geht es am steilsten nach oben. Und die Idee ist nun, Gradientenabstieg, Gradient Descent, laufe entgegen dieses steilsten Abstiegs, ne, genau nämlich in diese Richtung und lande dann irgendwo an einem Punkt, der hier sitzt. Wieder gleiches Spiel, Gradient berechnen, der zeigt wieder nach oben. Ich laufe wieder entgegen dem Gradient, lande hier und dieses Spiel setze ich iterativ fest, bis ich eben am Schluss dann, angenommen das globale Minimum läge hier, eben auch hier lande. Genau, das ist die Idee. Und genau das werden wir jetzt machen. Es gibt zwei Dinge, die wir sozusagen bestimmen müssen. Zum einen ist es
der Gradient selbst. Ich muss also diese Kostfunktion ableiten nach den Parametern W, das gibt den Gradient, und dann immer das Negative davon nehmen. Das Zweite, ich habe ja gesagt, ich laufe entgegen dem Gradient. Na, da ist natürlich die Frage, wie weit, wenn ich den Gradient bestimmt habe, gehe ich den einmal, gehe ich den nur ein halbes Mal oder nur 0,1 Mal oder 10 Mal. Und das ist etwas, das im Machine Learning Bereich Learning Rate heißt. Ja, das ist so ein Begriff, Lernrate, Learning Rate auf Englisch. Das sind die zwei Sachen, die ich im Prinzip, eine bestimme ich mathematisch, das andere muss ich als User dann festlegen. Genau, und genau das, darum wird es jetzt gehen. Ich switche hier zur Theorie. Genau, also, wir rechnen den Gradient und ich schreibe am Schluss dann das Verfahren nochmal vollständig hin. Genau, also Gradient nochmal, das habt ihr in der Mathe, in dem Mathe-Vorkurs quasi in diesem Ding, in dieser Vorlesungsreihe ja schon mal durchexerziert. Der Gradient, also ich schreibe das mal so, ja, der Gradient von J, Gradient ist natürlich bezüglich W gemeint, das ist ein Vektor, der, ich schreibe ihn jetzt so hin, das ist die Kostfunktion nach W0 abgeleitet und dann die Kostfunktion nach W1 abgeleitet, bis ich dann hinten die Kostfunktion so dj nach dwn bilden muss und das Ganze dann als stehender Vektor transponieren. Gut, also wir leiten das ab. Ich mache das jetzt symbolisch, indem ich schreibe Gradient, natürlich nicht Gradient. Ich möchte nicht das ganze Symbol ausrechnen, sondern ich möchte exemplarisch dj nach eben einer Komponenten, ich nenne die wj, ausrechnen möchte. Genau, sprich, was muss ich tun? Ich muss d nach dwj, ne, von, ich markiere es mal rot, von dieser Summe hier oben bilden. Das hier muss ich ableiten. Genau, also wir können das mal kurz hinschreiben, d nach dwj, 1/2, ne, und dann eben Summe i gleich 1 bis m, dann eben h, beziehungsweise ich schreibe es gleich anders, wir schreiben es gleich, ich setze die Hypothese einfach gleich oben rein, ne, das ist also hier das w transponiert x minus yi und dann Quadrat. Ja, und wenn ich das tue, wenn ich diese Ableitung bilde, ihr seht, es sieht erstmal kompliziert aus, ich summiere über i, sprich hier innen drin, ja, dieser Term, das ist ja genau das, was hier oben steht. Ja, und angenommen, ich mache die Ableitung nach W1, dann muss ich ja quasi die einzigste Stelle, wo W1 auftritt, ist dann innerhalb der Hypothese an diesem Term. Ja, das Einzige, was ich tun muss, ist also quasi innerhalb diesem Objekt hier dann diese Summe oben nach W1 ableiten. Ja, deswegen, wie gesagt, es sieht kompliziert aus, es ist im Prinzip von der Rechnung gar nicht so schlimm. So, was muss ich tun? Ich muss erstmal die äußere Ableitung bilden. Ne? Die 2 hier rutscht nach vorne, kürzt die 1/2 weg. Deswegen steht die 1/2 auch davor. Genau, und es gibt eben dann hier, also die Summe bleibt bestehen, Summe i gleich 1 bis m. Die Klammer bleibt auch. Hier steht w transponiert x. Das ist also die Hypothese, beziehungsweise wir können es auch gleich wieder so stehen lassen. W transponiert x minus yi. Schaut, und jetzt kommt die innere Ableitung. Die innere Ableitung, ich muss die Kette hier oben, ich zeige es nochmal mit dem Präsenter, das Objekt hier oben rechts, muss ich nach wj ableiten und dann bleibt einfach nur stehen. Der Vorfaktor vor wj ist eben xj, die j-Komponente von dem x-Vektor xj. Genau, damit, Entschuldigung, natürlich xj und das Ganze hoch i. Genau, so, wenn ich das Ganze wieder auf Vektorform schreibe, dann kriege ich, also das ist die Komponente j von dem Vektor, ne, dann ist klar, dann ist der Gradient von j, ist dann nichts anderes als die Summe i gleich 1 bis m und dann eben w transponiert x, Entschuldigung, hier habe ich beides mal das xi vergessen. Ja, das ist ja immer, ich summiere aber die Trainingsbeispiele, hier muss das x der Trainings, das ite Trainingsbeispiel stehen, Minus und dann hier yi, genau, und dann eben mal Vektor xi. Ja, das ist der Gradient. Markieren den hier kurz mal rot. Genau, das ist relativ zentral jetzt hier fürs maschinelle Lernen.
Gut, und jetzt ist eben das Gradient Descent Verfahren. Ich schreibe das hier nur mal kurz in Rot hin. Das Gradient Descent Verfahren. Genau, ist im Prinzip besteht aus drei Schritten. Zum einen ist es Schritt 1, machen wir es mal so, ich schreibe mal initialisiere. Und jetzt, ihr werdet sehen, in Python, wir werden das einfach mit zufallsverteilten, in dem Fall Gauss-verteilten Zufallszahlen machen, also initialisiere den Vektor, wir schreiben das mal W0, ja, das ist also der Startvektor für die Parameter. Genau, und dann mache ich eben dieses Gradientenabstiegsverfahren, und zwar nehme ich das W her, ja, das W0, also W0, W, genau, und dann wird eben W ersetze ich durch W, das alte W minus eben den oben ausgerechneten Gradienten J, der ja von W abhängt. Genau, und das Ganze wird jetzt multipliziert mit einer Learning Rate, genau, mal Alpha, ne? Alpha ist die sogenannte Learning Rate. Ich verwende hier den englischen Begriff Learning Rate. Genau, und dieser Schritt 2, das wird gemacht eben bis zur Konvergenz. Ne, da kann ich jetzt im Prinzip zwei Sachen machen. Ich kann zum einen vorgeben, naja, wie viel Iterationen möchte ich haben, 1000, 2000, oder aber ich mache ein Abbruchkriterium. Ich sage, sobald sich der Parameter W nicht mehr signifikant ändert, dann kann bzw. soll das Verfahren abgebrochen werden, also bis zur Konvergenz. Gut. So, also jetzt nicht erschrecken, das Ganze sieht ein bisschen, sagen wir mal, komplex aus, jetzt auch, wenn man dran denkt, naja, ich muss das in den Code programmieren. Klarerweise, es gibt von Python auch Bibliotheken, die das natürlich auf Knopfdruck können. Ja, ich werde, wie gesagt, immer auf beides jetzt am Anfang Wert legen, dass ihr das zum einen wirklich auch mit Hand, ich sag mal, einfach wirklich nachprogrammiert. Ich denke, wenn man die einfachen Sachen auch mal sehr, sehr tief dann Schritt für Schritt nachstellt, dann kriegt man ein sehr, 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 sehr tiefes Verständnis, was eben passiert innerhalb dieser Machine Learning-Verfahren. So, ich möchte jetzt ganz kurz nochmal eingehen auf diese Learning Rate. Ne? Wie wählt man die? Wann ist die eventuell zu groß? Wann ist die eventuell zu klein? Einfach mal ganz kurz skizzieren an einem einfachen Beispiel. Genau, das können wir hier ganz kurz hier drunter noch setzen. Also, schaut, das Problem bei der Learning Rate, beziehungsweise, nehmen wir es mal eher auf Englisch, der Issue, der hier besteht, ist folgender. Nehmen wir an, wir haben eine Kostfunktion, die so läuft, ja, und ich bin am Anfang, also hier gibt es jetzt nur ein Parameter W, ja, W0 beispielsweise, und hier ist eben J von W. So, und angenommen, ich würfel am Anfang den Wert W auf diesen Wert, bekomme dann diesen Wert hier der Kostfunktion, ne, bestimme ich die Ableitung, klar, die Ableitung ist positiv, ne, die zeigt also im Prinzip hier der Gradient nach rechts, ich muss entgegen dem Gradient nach links laufen, also entlang der W-Achse. So, wenn ich die Learning Rate sehr, sehr klein wähle, ja, dann ist klar, dann mache ich das und laufe, ich zeige es mal kurz hier in einer Farbe, wir nehmen mal blau. Ja, mit einer ganz kleinen Learning Rate würde ich hierher laufen, ne, dann hierher, dann hierher, dann hierher. Und dann wird quasi, das geht immer, immer länger. Ne, denn je weiter ich hier nach unten gehe, nehme an, ich bin an dem Punkt, da ist die Ableitung schon sehr, sehr schwach, ne, und Gradient ist damit sehr, sehr schwach. Und dann geht es unendlich lange, bis ich dann endlich hier am Minimum lande. Mache ich die Ableitung, Entschuldigung, die Ableitung ist gleicher, mache ich die Learning Rate aber zu groß, dann kann Folgendes passieren. Ja, dann, jetzt muss ich kurz das Bild noch ein bisschen erweitern. Genau, mache ich das zu groß, kann es passieren, dass es mich quasi von hier, ja, hier drüben hinschießt. Ja, einfach, wenn ich die Learning Rate, ne, ich muss in diese Richtung laufen, beispielsweise Learning Rate als 5 gewählt, ne, dann komme ich ja wirklich zu diesem Punkt. Von diesem Punkt würde ich dann hier drüben hinhüpfen, dann hier hin, und schon schießt mich das Ganze im Prinzip ins Nirvana. Ja, und das ist im Prinzip ein bisschen der Issue mit der Learning Rate. Wird sie zu klein gewählt, ja, dann, klar, es konvergiert, aber braucht halt sehr, sehr lange, weil eben näher am Minimum im Normalfall, ja, wird auch die Ableitung sehr klein und damit die Schritte immer, immer, immer kleiner, immer, immer langsamer.
wählt man sie zu groß, ja, dann ist eben genau das Problem, dass es mich aus Tälern oder als Tälern, ja, wie auch immer die in mehreren Dimensionen dann geartet sind, eben stufenweise rausschiebt. Ja, deswegen, das ist auch was, was eben als Nutzer, ich sag mal vom Mensch, intelligent eingegeben werden muss. Ja, das ist nochmal so zum Thema Intelligenz der Maschinen. Das müsst ihr vorgeben. Ja, das lernt die Maschine nicht selbst, sondern das ist Eingabe vom User. So, wir gehen jetzt her und werden das Ganze, man nennt es in der Fachsprache, vektorisieren. Ja, ihr werdet sehen, wenn wir Trainingsdaten, also diese Eingangsvektoren X, geschickt in Matrixnotation zusammenfassen, dann ist es oft sehr, sehr einfach, in Python oder anderen Bibliotheken eben die Lernverfahren einzugeben, ja, weil einfach da wird zum einen der Rechenprozess innerhalb des Computers beschleunigt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist es von der Notation auch viel, viel einfacher hinzuschreiben, ja, und dann auch die Berechnung zu machen. Genau, so. Ich wechsle zur Theorie. Genau, ich kopiere mir mal ganz kurz hier dieses Objekt. Genau, ich gehe zum nächsten hier und lasse uns das hier mal einfügen, einsetzen, genau. So, ich schiebe das hier mal kurz nach unten. Genau, also das hier, ja, das hier ist die Kostfunktion. Entschuldigung, das ist der Gradient der Kostfunktion. So, und jetzt schaut hier, jetzt ist es sehr, sehr elegant, wenn wir folgendes vereinbaren, wenn wir eine Datenmatrix X erstellen, also ich schreibe das drunter, ja, also ich definiere quasi zwei Sachen, ich definiere zum einen eine Datenmatrix X, welche die Trainingsbeispiele X1, Vektor X1, X2 und so weiter als Spaltenvektoren enthält. Also ich mache das so, das ist hier Vektor X1, Vektor X2 bis Vektor XN. Ja, ich werde im Folgenden oft symbolisch das so schreiben. Schaut, das ist eine Matrix, die eben die einzelnen Trainingsbeispiele hier so als Spaltenvektoren enthält. Einfach symbolisch geschrieben. Genau, und zum Zweiten wird definiert, ich definiere einen Vektor Y, der entsprechend die Targets enthält. Ich schreibe ihn hier als transponierten Vektor. Der hat hier passend zum, hier oben, ne, zum Trainingsbeispiel 1 eben Target 1, Target 2 bis Target, und jetzt habe ich mich oben verschrieben, klein n ist ja die Anzahl der Features. Verzeiht, das hier muss dementsprechend klein m heißen. Die Anzahl der Trainingsbeispiele. Genau, und das Ganze transponiert. Genau. So, jetzt kann ich quasi diesen Gradient wie folgt hinschreiben. Ja, ich kann den Gradient von J mit Hilfe dieser Matrix wie folgt ausdrücken. Genau, schaut hier, was mache ich hier oben? In diesem Objekt hier wird hier der Vektor W, ja, mit jedem einzelnen Trainingsbeispiel XI multipliziert. Ja, ich kann das natürlich auch schreiben, das was hier steht, das kann ich auch schreiben als, ich nenne das mal XI und dann transponiert mal W. Jetzt das gleiche Objekt, ja, sprich ich habe den Vektor W so als Spaltenvektor stehen und ich habe den Vektor XI dementsprechend hier so als Zeilenvektor stehen. Und das kann ich auch als Matrixform hinschreiben. Ja. Ich kann schreiben, ich nehme die Matrix X transponiert. Ja, die hat ja genau das, was hier steht, diese als Zeile geschriebenen Vektoren alle untereinander. Und das multipliziere ich drauf auf den Vektor W. Ja. Genau, und dann habe ich quasi einen Vektor, der in der ersten Zeile genau das Skalarprodukt enthält. Also hier an der Zeile Nummer 1. Steht eben x1 transponiert, ne, mal w. An der zweiten Stelle steht eben x2, genau, das Ganze transponiert mal w, bis unten eben xn transponiert mal w. Davon ziehe ich ja immer hier den Vektor, also hier auf der oben im roten Kasten, ne, rechts des Target y und i ab. Ja, davon kann ich natürlich jetzt auch hier, wenn ich das als Vektor habe, den Vektor y abziehen. Ja, dann passiert ja genau das, was ich möchte. Ja, ich zeige es nochmal ganz kurz hier. Zu diesem Objekt in der ersten Zeile
wird dann dementsprechend der y1 abgezogen werden. Zu dem Ding in der zweiten Zeile wird der y2 hier abgezogen werden. Genau, und jetzt muss ich es noch schaffen, dass ich das linear kombiniere, ne, das was hier vorne steht. Ich umkästel das mal hier rot, umkreise es rot, das ist ein Skalar. Das Skalar, also das multipliziere mit dem xi und dann eben diese Linearkombination bilde, und das schaffe ich wie folgt, indem ich genau hier vorne die Matrix x mit den Spaltenvektoren stehend hinschreibe. Das ergibt genau den Gradient, einfach nochmal kurz überlegen. Und ihr seht, so ist es relativ einfach dann auch in Python zu implementieren. Die Datenmatrix x, die habt ihr so sehr oft schon gegeben. So ladet ihr eure Daten ein. Das ist auch die Form, die dann später Keras, sklearn, die Python-Bibliotheken für das maschinelle Lernen verwenden. X transponiert, das ist eine einfache Rechenoperation. W ist ein Vektor, den ihr erstellt, auch einfach. Und y, die Targets, die kriegt ihr auch schon geliefert. Sprich, hier ist die Rechenoperation deutlich einfacher wie in der Bildung dieser Summe. Genau, und wie gesagt, das Gradientenverfahren läuft dann natürlich wieder wie gleich. Also ich mache W geht auf W minus Alpha Gradient J, ja, wobei Gradient J eben dieses Objekt hier ist, bis zur Konvergenz. Genau, also das ist die sogenannte Vektorisierung von Code. Wie gesagt, ich würde mir das in Ruhe mal kurz überlegen. Das ist was, das sich jetzt sehr, sehr stark durchzieht bis zum Schluss. Genau, ihr werdet sehen, gerade wenn es in die Kapitel geht, neuronale Netze, ja, da habe ich quasi, also da gibt es verschiedene Schichten, ja, und da werde ich quasi innerhalb jeder Schicht genauso eine Verheiratung, ne, von Gewichts, in dem Fall sind es nicht Gewichtsvektoren, sondern Gewichtsmatrizen, ne, mit eben den Neuronen auf der jeweiligen Schicht vornehmen und so dann die einzelnen Schichten Schritt für Schritt durchpropagieren. Ja, also das ist der Tipp, bitte anschauen, das ist sehr, sehr wichtig dann für das, was später kommt. So, jetzt noch einmal zurück. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, es gibt im Falle dieser linearen Regression eben die einfache Möglichkeit, das Minimum so zu bestimmen, dass ich die Ableitung bilde, wie in der Schule, und diese Ableitung dann Null setze. Genau, und genau das wollen wir jetzt noch tun. Das nennt sich Normalengleichung und wir switchen zur Theorie. Genau, also Normalengleichung. Gut, also ich probiere das hier relativ einfach zu machen. Nehmen wir an, die Kostfunktion, die oben steht, ich schreibe das mal salopp hin, die Kostfunktion J, beziehungsweise nicht oben, die stand auf der Seite davor, ne, die ist ja in Anführungsstrichen 1/2 und dann steht hier eben W mal X minus Y und das Ganze ins Quadrat. Ja, ich möchte einfach jetzt euch die, sage ich mal, doch etwas aufwendigere Rechnung mit den Matrizen ersparen. Genau, und das ist eben eine Funktion, ich nenne es, sag mal, J von W. Ja. So, wenn ich das ableite, diese ja, bisschen einfach nachgebaute Funktion J, J' von W, dann bekomme ich hier 2 rutscht nach vorne, eben W mal X minus Y, das Ganze mit W multipliziert, ja, das gibt eben hier W, Entschuldigung, jetzt habe ich natürlich falsch geschrieben, nicht mit W multipliziert, sondern mit x multipliziert, ne, ich leite ja nach w ab und dann bekomme ich w mal x minus y mal x ist gleich 0. Genau, und dementsprechend, ich kann das ja auch schreiben als, kurz das Blatt ein bisschen nach oben rutschen, das kann ich auch schreiben als w mal x ist gleich y mal x, ne, und daraus kriege ich dann der Parameter w, den ich zur Optimierung, zur Minimierung von j haben möchte, ist gegeben durch, dann steht hier eben x mal x, das Ganze hoch minus 1, ich erkläre gleich, warum ich das so kompliziert schreibe, ne, und dann hier mal x mal y. Genau, jetzt wie gesagt, da müsste ich eigentlich natürlich noch die zweite Ableitung bilden und dann auch wirklich zeigen, dass es ein Minimum ist. Gut, wenn ihr jetzt wieder zurückgeht auf die Matrizenschreibweise und hier jetzt wichtig, hier ist es so, hier definiere ich das x genau andersrum. Hier sage ich, x ist eine Matrix, die eben im Prinzip so rum aufgebaut ist, die die Trainingsbeispiele als Zeilenvektoren besitzt.
Genau, also das ist eine Matrix, die eben x1 hier oben transponiert hat. Ja, das steht also zwischen, genau. Der Vektor x1 steht eben hier in der ersten Zeile transponiert, bis eben hier unten der Vektor xm transponiert. Genau, und wenn ihr das richtig macht, und wie gesagt, die Rechnung ist relativ langwierig, deswegen ich erspare es euch, dann kommt ihr auf Folgendes, dann kommt ihr auf einen Ausdruck, der wie folgt aussieht. Genau, dann gibt es hier eben einmal x, jetzt muss ich selber ganz kurz nachschauen, dass ich mir nicht verschreibe, es ist immer mal so rum gedreht, genau, also x transponiert x als Matrizen, das Ganze hoch minus 1, ne, das sind hier wirklich Matrizen. Jetzt erklärt sich auch, warum ich das oben so kompliziert schreibe, anstatt x muss hier x transponiert stehen, dass die Dimensionen stimmen und dann mal y. Ja, so komme ich, das ist also im Prinzip hier genau das Gleiche, also nicht das Gleiche, es ist sogar, ich bekomme die optimalen Parameter hier ohne das Gradientenabstiegsverfahren in einen Schuss geliefert. Nochmal, das geht nur hier bei der linearen Regression. Bei allen anderen Verfahren brauche ich dann entsprechende iterative Methoden. Ja, und da wird eben das Gradientenabstiegsverfahren angewandt. So, also ich fasse nochmal zusammen. Die Hauptaufgabe war, wir haben im Video davor eben die Kostfunktion aufgestellt, ne, Abweichung, Hypothese, Target. Jetzt haben wir gesagt, wir möchten das minimieren, die besten Parameter finden. Jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten. Einmal Gradient Descent, wähle die Parameter beliebig erstmal, bekomme wahrscheinlich einen hohen Wert der Kostfunktion, laufe dann iterativ entgegen des Gradienten bis an die minimale Stelle von J, gleich den optimalen Parametern W. Oder aber nur bei linearer Regression bestimme die Ableitung von J bezüglich W, setze diese 0 und löse dann nach den Parametern auf. Ja, das quasi jetzt zur Theorie. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie das Ganze, und dann werdet ihr sehen, die ganze Arbeit, die wir jetzt hier gemacht haben, ist mit einem Schwupps weg, denn in Python sind es 3-4 Zeilen, wie das Ganze mit Python innerhalb des Paketes sklearn funktioniert.